Meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen beim 11. Türchen meines Highlights Adventskalenders. Heute habe ich Unterstützung auf den Beinen sitzen, ganz passend zum heutigen Buch. Ich muss hier jetzt mal gucken, wie ich das hinbekomme. Und zwar Harpe Kerkelings neuestes Werk, Pfoten vom Tisch, meine Katzen, andere Katzen und ich. Ja, und da quietscht die andere Katze direkt schon im Hintergrund. Ein Buch, das nicht nur für Katzenbesitzer geeignet ist, sondern alle... Ja, für alle, die Katzen lieben, die Hunde lieben, die tierlieb sind und irgendwie damit etwas anfangen können, dass wir hier Harpe Kerkeling haben, der uns auf seine typisch bekannte humorvolle Art und Weise über sein Leben berichtet. Und da haben eben auch Katzen eine große Rolle. Ich selbst habe das Buch ursprünglich gehört, habe es mir von Harpe Kerkeling vorlesen lassen. Auch das eine absolute Empfehlung, war auch ein Hörgenuss von Steffi vom Buchschnack und mir, glaube ich, sogar im gleichen Monat, richtig. Und absolut empfehlenswert. Harpe hat eine wunderbare Art, Geschichten zu erzählen, seine eigenen Geschichten, seine eigenen Worte natürlich wiederzugeben und hat hier unglaublich großen Spaß gemacht. Ja, wir haben im Grunde eine autobiografische Geschichte von Harpe Kerkeling selbst, der uns beginnend von seiner Kindheit erzählt, wie es ihm so ergangen ist. Man weiß ja aus anderen Büchern von ihm, dass er sehr früh seine Mutter verloren hat, dass dann seine Großeltern, ich glaube, erstmal einen Hund besorgt haben, dann aber beschlossen haben, ja, wir adoptieren hier irgendwie eine Katze. Und damit begann dann die Katzenliebe von Harpe Kerkeling. Ich glaube, wir haben auch einige Fotos von seinen Katzen drin. Zum einen wirklich Katzen, die bei ihm gewohnt haben, aber gerade auch an seinem Zweitwohnsitz. Da hat er eben auch eher Streuner-Katzen, die immer mal wieder bei ihm vorbeikommen. Und wie man hier sieht, sind auch hier einige Markierungen drin gelandet. Jetzt könnte man natürlich meinen, dieses Buch ist für absolute Katzenliebhaber geeignet. Und ja, natürlich hat man, glaube ich, schon mehr Spaß, wenn man sich selbst darin wieder sieht. Also ich glaube, dass sich jeder, der Katzen hat, darin wiederfindet und genau weiß, was Harpe mit Gesichtsausdrücken bei Katzen meint, was bei den Unterschieden beim Miauzen gemeint ist, was passiert, wenn Katzen hungrig oder genervt sind. Und ich glaube, dass das definitiv schon die größere Zielgruppe ist, aber ich bin voll davon überzeugt, dass jeder, der Tiere liebt, dass der hier Spaß mit dieser Geschichte haben wird. Denn Harpe Kerkeling gibt uns nicht nur so ein bisschen was von sich selbst preis, sondern erzählt natürlich auch über Katzen, deren Rasse, deren Farbbedeutung, wie man zu Namensfindungen kommt und so weiter. Das macht er wirklich sehr schön und er macht eben auch viel von sich selbst. Also wenn er hier Szenen am Flughafen beschreibt oder eben auch als Kind oder ja auch mittlerweile, wenn er eigentlich an einem Buch sitzt und dann taucht aber irgendwie doch immer mal wieder eine Schmuselkatze unter ihm auf. Das macht ihn so sympathisch, das macht so viel Spaß. Man spürt die Katzentierliebe in seinem Herzen total und das hat mich total berührt. Ich bin ein großer Katzenfan, wir haben ja selbst 4 Katzen. Wir hatten gefühlt auch immer Katzen und ich habe auch viele Dinge darin an mir selbst wiedererkannt. Also Reaktionen auf Katzen, dass es unterschiedliche Miauzen gibt, dass nachts man in der Seltenheit wirklich Ruhe hat, weil die Katzen einfach immer irgendwie dabei sind. Ich habe mich oft wiedererkannt, ich habe viel gelacht, ich habe viel geschmunzelt. Natürlich begleiten wir Harpe und auch die Katzen auch mal auf nicht so schöne Dinge. Und das ist natürlich auch ganz schmerzlich, wenn man selbst damit schon Erfahrung hat, was es bedeutet, eine Katze gehen zu lassen. Aber dann auch wieder umso schöner, wenn man eben neue Katzen in sein Leben einlässt. Es ist ein Buch, was wirklich von Emotionen und besonders eben dem Humor von Harpe lebt und mir wahnsinnig großen Spaß gemacht hat. Es ist einfach locker, es ist leicht, es hat viel Emotionen und man kann eben viel lachen, man kann weinen, man ist irgendwie mit dabei und man beobachtet ihn so von außen, wird aber von ihm immer wieder in die Geschichte reingenommen. Ich bin davon überzeugt, dass es eben nicht nur für Leute gedacht ist und die begeistert sind, die eben Katzen lieben. Ich glaube, dass auch jeder Hundefreund damit was anfangen kann und auch jeder Tierfreund. Vielleicht tatsächlich auch die, die sich überlegen, eine Katze anzuschaffen, weil es hier wunderbare Tipps gibt für, wie suche ich eine Katze aus, was ist wichtig, woran sollte ich denken, was ist zu beachten. Und das finde ich, hat er auch richtig, richtig toll gemacht. Und ich glaube, jeder, der hat bis Humor mag, wird mit diesem Buch einfach Spaß haben. Ich bin schon sehr gespannt, was uns im nächsten Jahr von ihm erwarten wird. Es wird ja neue Fernsehsendungen irgendwie von ihm geben. Ich bin da super gespannt, weil ich ihn einfach sehr gerne im Fernsehen anschaue oder eben in irgendwelchen Formaten. Ich aber auch seine Bücher sehr, sehr mag und zum Beispiel ja auch, ich bin da mal weg von ihm, sein Weg auf dem Jakobsweg, auch ein Buch ist, was ich alle 2-3 Jahre einfach nochmal anhöre, weil es mir so, so gut gefällt.
Ja, Habe Kerkeling hat mich also auch in diesem Jahr begeistert und hat mich mit großer Freude ja, und der Katzenliebe sozusagen wieder in mein Herz zurückgebracht, was ich einfach besonders und schön finde. Und damit wünsche ich euch heute nun einen wunderbar 11. Dezember. Lasst es euch schön gut gehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video, im nächsten Türchen sehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Steffi.